Hier ist er nun, der ewig erwartete finale Part, The Legend of Zelda, The Wind Waker, findet heute sein Ende. Wir stellen uns Ganon Dorf. Ja, vielleicht auch Ganon, wir wissen es nicht. Sie ist eingeschlafen. Warte! Überstürze nichts. Ich kann ihre Träume sehen. Mehr, mehr, mehr und noch mehr, mehr. Nichts als Meer, soweit das Auge reicht. Ein Meer, in dem es nicht einmal genug Fische gibt, um einen zufriedenstellenden Fang einzuholen, und an dessen Trostlosigkeit sich nichts ändert, egal wie weit man auch schwimmt. Was waren doch gleich wieder die Worte des Königs von Hyrule? Die Götter haben Hyrule versiegelt und verbannt. Und sie haben ein Volk hinterlassen, auf das es Hyrule eines Tages wieder aufleben lasse? Das ich nicht lache. Eine Handvoll Inseln im Meer und ein paar Menschlein, die nicht besser sind als das welk gewordene und zu Boden gefallene Laub eines sterbenden Baumes. Was könnten sie schon vollbringen? Versteht ihr es denn immer noch nicht, ihr kleinen Narren? Die Götter haben euch verstoßen, sie haben euch der Vernichtung preisgegeben. Ich habe auf dich gewartet. Auf dich, der du dich als würdig erweist, vor mich zu treten. Nur dafür bist du überhaupt zum Helden geworden. Und jetzt tu mir den Gefallen und enttäusche mich nicht. Da stehen wir nun im Kampf gegen Ganons erste Form. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Sie hatte einen komischen Namen. Und ich habe auch vergessen, wie sie funktioniert. Ich glaube, ich musste die Seile durchtrennen und die Kugel angreifen. Unbesehen. Moment. Auf jeden Fall kann ich was anvisieren mit dem Boomerang. Mal versuchen. Das scheint zu klappen. Jetzt hat er schon mal seinen Kopf fallen lassen. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt wollen wir noch die beiden fallen. Dann kann er diese körperlichen Gliedmaßen, sag ich jetzt einfach, nicht mehr benutzen. Und zappelt nur doof rum. So, so. Ich glaube, ich muss den Schwanz zu Fall bringen und die Kugel angreifen. Wenn man so treffen könnte. Und ich weiß nicht, irgendwann. Oh, hallo. Hallo Fledermaus. Und er dreht sich. Und er dreht sich. Und er dreht sich. Und mehr kann man nicht schneiden. Wie ging das jetzt? Musste ich mit einem Lichtpfeil auf die Dings schießen, glaube ich. Oh Gott, das ist ja. Jetzt ist er wieder oben. Und hat sich neu gebunden. Okay. Ich muss jetzt erstmal durchschauen, wie das funktioniert. Das ist schon so lange her. Lass den Kopf nicht hängen. Ach, egal. Doofe Sprüche. Gehören hier nicht mehr hin. Das ist der fucking Endkampf, verdammt. Also, einer davon. So. Ey, könntest du bitte... Wow. Wie abgeht.
Könntest du den Schwanz hängen lassen? Dankeschön. Nein. Kann ich dich irgendwie leben? Hey! Bleib doch hier. Mann, ho. Kann ich dich, wenn ich dich mit dem Pfeil treffe? Nein. Aber ich muss was... Wofür ist das? Moment. Ja. Oh. Scheint keinen wirklichen Nutzen zu haben. So. 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 Guck mal ran. Lass mich nicht im Stich. Jag das Seil. Jag es. Dankeschön. Wie funktionierst du nochmal richtig? Ich hab's voll vergessen. Dünn. Kann man nicht sein. Doch, das war richtig. Alles klar. Das muss ich jetzt also machen. Es war ganz schön schwer, das zu machen, weil wenn du so rumzappelst. Dünn, dünn, dünn. Wie schön Musik das macht, wenn man dich trifft. So. Bevor du wieder irgendwas mit deinem Kopf machst, schneide ich das lieber alles. Oh, lag, 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 lag. Nicht laggen. Nicht in diesem Kampf. Kannst du doch nicht bringen. Wow! Ich hab getroffen. Schnell! Ah, ich sehe doch nichts, verdammt. Oh. Gut, hab noch getroffen. Schlimme ist, das Ding verbraucht magische Energie. Und davon habe ich nicht genug. Obwohl, ich habe Suppe. Gibt mir Suppe nicht Magie auch zurück? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kann ich irgendwie wohl noch ein paar Etagen höher kommen. Oh. Ich glaube, man kann sich an den Fackeln hochziehen mit dem Enterhaken. Ich glaube schon. Moment mal. Wieso habe ich die Fee noch ausgerüstet? Bin ich denn des Wahnsinns? So. Ich lasse sie doch wieder frei im Eif. Oh, Magie. Dafür seid ihr Fledermäuse da. Ihr gebt mir Magie zurück. Wenn ich Glück habe. Okay. Lass mich mal schnell da hoch. Weil das müsste gehen. Ja, das geht sogar. Au, wenn man sich beeilt. Komm. Einmal da hoch. Och. Gennen. Gennen. Lass mich doch mal machen. Das tut dir nicht weh. Versprochen. Ach, halt dich doch dran fest. Verdammte Kacke. Aua, jetzt geht doch mal alle kaputt hier. Lass mir alles was, alle was fallen und dann ist gut. Keiner lässt mir was fallen. Keine einzige. Und du lass den Kopf nicht hängen. Ich bin gleich bei dir. Ich will nur was ausprobieren. Du hast daneben geschossen. Es geht tatsächlich. Ha! Nicht wieder fallen. Ich glaube, er trifft uns gar nicht hier oben. Das ist schön. Ui, ich glaube, er trifft uns wirklich nicht hier oben. Bleib mal hier oben stehen. Könnte der Schwanz jetzt trotzdem runterfallen? Oh, hallo. Danke. Ja, lass ruhig runterfallen. Ich brauche gerade eh keine Magie. Ach! Gerne! Ach du Sauhund. Wieso sag ich heute so oft Sauhund? Ich weiß es nicht. Oh, fall ich runter. Hier oben ist eine gute Position, um ihn zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Somit die beste, würde ich sagen. So, ist deine Kugel jetzt schon am Boden? Ja, ist sie. Und ach, er schubst mich nicht mehr. Was machst du denn? Gerne. Du bist in der Wand drin. Kann ich nichts machen. So, geht doch. War es das schon mit dir? Cool. Ich hab dich schwerer in Erinnerung in der Form.
Oh. Hi. Was muss ich jetzt machen mit dir? Ich möchte, glaube ich, wieder hoch. Hallo. Das war einfach. Könntest du das nochmal genauso machen? So, gib mir Magie. Oh, gib mir keine Magie. Könntest du nochmal genau so runterfallen? Ey, du bist genial, bist du. Genial dämlich, aber hey. Sehe ich den irgendwie? Oh, Tatsache. Das sieht man. Und er fällt wieder so doof. Ist das denn dämlich? Das war ja jetzt Pillefatz. Also, es war ja voll einfach jetzt. Okay, jetzt kommt die Form. Ist gleich in grün. Und schnell. Und in grün. Boah! Sniper! Ich das nochmal hin? Nee, stimmt nicht. Schade. Er ist aber auch schnell. Schade. Ich habe keine Magie mehr. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da er mich nicht so toll angreift. Zumindest nicht offensichtlich bis jetzt. Jetzt scheint er was zu machen. Es ist mal Zeit für Omas Suppe, würde ich sagen. Mal ausprobieren, was sie macht. Füllt sie mir auch Magie auf. Oma, du bist die Beste. Was würde ich nur ohne Oma tun? So. Wo kommt ihr denn alle her? Das ist, wow. Au, au, au. Was mache ich denn? Könnte mein Bumerang bitte wieder zurückkommen? Vorher kann ich nichts machen. Ach. Oh, ich sehe doch nichts. Willst du stillhalten? Wow. Du bist ganz schön schnell und nervig. Und deine Stachelviecher, die nerven mich auch tierisch. Ich sehe nichts. Soll ich dich jetzt damit verlangsamen oder so? Ach, ich treffe das noch. Treff dich! Wenn ich so drauf rumballer! Komm. Du gehst du bestimmt nicht, aber wie soll ich dich denn sonst machen? Ach, meine Sniper-Skills sind heute auf den Arsch. Ja, wenn du hier ranfährst, dann verlieren deine Stachelkumpels Magie. Ach, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Hands up. Ich bin dafür, dass deine Kumpels die Magie verlieren. Hallo, lass mich mal ruhig. Sie verlieren keine Magie. Oh, ernsthaft. Doch, tun sie. Ah, jetzt ganz viel. So. Und Pfeil. Ja, das ist schön. So, und wie kriege ich dich jetzt kaputt? Ich sollte auch mal die Pfeile stellen. Och, war doch eindeutig. Getroffen! So. Wow. Boah, wie schnell er wird. Unglaublich. Jetzt kann ich nur noch mit einem Lucky Shot. Lucky Shot besiegen. Ich habe vergessen, was ich wirklich machen musste. Man kann den bestimmt irgendwie verlangsamen oder so. Oh, ein Seil. Hm.
Sehr gut. Du bist also die Reinkarnation des Helden der Zeit. Dann ist die Zeit also reif. So sei es. Komm. Oh. Das riecht nach Ärger. Ich möchte nochmal da hoch. Ach, jetzt komme ich da nicht mal hoch, oder was? Was zur Hölle? Nein! Ach, Link. So, einmal da hoch, bitte. Oh. So. Hallo. So, die brauche ich. Und. Ja, die nehmen wir auch mit. Komme ich von hier darüber? Nein? Okay, dann springen wir halt. Ich möchte nicht leer dort hingehen. Zumindest nicht leer von magischer Energie her. Ich habe zwar noch Omas Suppe, aber man weiß ja nie. So. Und was ist hier drin, Pfeile? Okay, da sind immer einmal Pfeile, einmal Magie drin. Okay, dann gehen wir noch mal eine holen. Eppa. Ich glaube, durch das Fass, da können wir jetzt irgendwie zurückgehen und uns nochmal hier vor den Kampf drücken oder so. Ich weiß es nicht. So. Einmal hoch, bitte. Danke. So, volle Magie. Und jetzt können wir da hochgehen. Ich habe ja zwei Feen. Omas Suppe, zwei Feen. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Dann klettern wir mal da hoch. Da hoch. Nicht schwingen. Hochklettern. Hochklettern. Oh mein Gott, Link. Hoffentlich fällst du nicht runter. Wie du kletterst. Ohne Beinarbeit. Deine Arme müssen ja. Wow. Beine oder Arme? Ich meine natürlich, wenn ich Beine sind, dass wenn seine Beine wow sein sollen, wenn ich das gesagt habe, dann meine ich Arme. Tut mir leid. So. Einmal hier hoch. Hallo? Ist hier jemand? Wo bist du? Gandalf. Hallo. Nein! Oh Gott. Wir sehen uns oben. Bis gleich. So, ich bin wieder oben. Jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Man muss sich hier ranstellen und da dranhängen. Da gibt es nur eine Seite, wo sowas ist. Wahrscheinlich hochklettern. Gehe ich mal von aus. Ich weiß schon, warum Ganon geflogen ist. Also Ganondorf. Oh, Vasen. Können wir uns hier nochmal aufpowern? Wenn wir nicht runterfallen. Oh Gott, fall jetzt bloß nicht runter. Dankeschön. So, und spring bloß keine Kante runter. Was ist denn hier noch alles drin so? Magie, Herzen. Oh, schön. Wir haben nochmal richtig aufgefüllt hier. Das ist wunderherzig. Wunderherzig. Ah. So. Jetzt müssen wir da hoch. Zack, zack. Und, up. Und hoch. Oh Gott, ist das Ding hoch. Ah. Alles klar. Wenn ich runterfall. Kann ich den Topf benutzen? Wenn ich den Topf... Oh, Feuer. Oh, aufkrieg. Oh, was macht ihr denn hier? Komm mal ab hier. Muss ich auch noch Magie verschwenden. Toll. Hallo, könntest du bitte brennen? Gibt's doch nicht. Ich verlasse jetzt nicht meine... Hallo, Fee. Hallo. Hallo. Brenn doch. Ey. Könntest du jetzt brennen? Ich raste aus. Geht das mit Bomben? Ich habe das noch nie mit Bomben gemacht. Oder habe ich das schon mit Bomben gemacht und habe es verdrängt? Ich weiß es nicht. Es geht mit Bomben. Wow. Alles klar, jetzt hätte ich nach unten in den Weg gelaufen. Und die Musik wird krass. Da vorne ist böse Musik.
gehen wir mal auf die zweite Plattform hier, um mit dem Enterhaken dann darüber zu gehen. Da. Nein, da möchte ich dran. So, stellen wir uns dem letzten Kampf. Seid ihr bereit? Wenn nicht, habt ihr Pech. Mein Reich lag inmitten einer Wüste. Am Tag jagte ein glühend heißer Wind über das Land. Des Nachts herrschte der eisige Griff bitterster Kälte. So oder so, der Wind brachte nichts als den Tod mit sich. Doch der Wind in Hyrule bringt etwas anderes, etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangte es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche die Zeichen tragen an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, was dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kräfte der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein. Fehlt nur noch deines. Keine Angst, ich will dich nicht töten. Aber in deinem Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Götter, höret meinen Wunsch! Erhebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule! Wer das Triforce berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Ganondorf. Götter des Triforce, höret meinen Wunsch. Eine Zukunft schenket diesen Kindern, eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Hyrule, das Reich der Vergangenheit, möge weichen und die Zukunft dieser Kinder strahlend erleuchten. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Ganondorf, du sollst zusammen mit Hyrule versinken. Wie töricht. Eure Zukunft, sagst du? Hör auf zu lachen, du bist wirklich ein bösartiger alter Mann. Tut mir leid, Link, ich muss wohl eingenickt sein.
Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. Meinetwegen. Dann zeig mir doch mal. Was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. So, wir müssen gegen Ganondorf kämpfen. Ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuche ihm also währenddessen Schaden zuzufügen. So, wir müssen warten, bis sie mit den Lichtpfeilen trifft. Ihn im Idealfall, glaube ich, irgendwie ablenken. So, dass sie ihn treffen kann. Weil sie schießt auch nicht immer. Und ich glaube, mit so einem A-Angriff kann man den ganz gut kurzzeitig außer Gefecht setzen, damit sie trifft. Weil wenn er blockt und so, weicht er einfach aus. Hat man da jetzt gerade gesehen. Ich muss jetzt erstmal noch das Timing irgendwie abwarten, bis wann sie schießt. Aber mach mal jetzt hier, Zelda. Das wäre jetzt voll praktisch. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir ihn halt voll aufs Maul hauen, wenn sie ihn getroffen hat. Oh. Zelda! Schnell! Oh, verdammt. Wieso hat sie eigentlich meinen Bogen gekriegt? Die Lohre. Ich kann das auch. Aua. Und wie man sieht, haut er voll rein. Könntest du bitte den A-Angriff machen? Oh, gut getroffen. Jetzt kriegt Zelda leider was ab. Voll auf die Fresse und so. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Hab ich den Bogen noch? Ne, den hat sie. Ja, ist klar. Muss ich warten, bis sie wach wird oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, oder ich muss ihm halt so nochmal ordentlich aufs Maul hauen, bis sie wach wird. Ich kann ihm ja auch so schaden, indem ich einfach diese A-Attacke mache. Nur mit Lichtfallen ist er halt deutlich besser zu treffen. Also, vom Schaden her. Da ist sie wieder wach. Sehr schön. Aua, 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 au, 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 au. Zelda, mach schon. Oh, der blockt ja alles. Oh. Zelda, das üben wir nochmal mit dem Bogenschießen. Ja, klar. Wie kannst du sehen, dass die nach dem Ziel gerade. Och. Wieso kann ich die A-Attacke gerade nicht machen bei dir? Was ist los mit dir? Wieso gehst du so ab? Ernsthaft. Wow. Link, jetzt müssen wir uns wohl eine etwas raffiniertere Strategie einfallen lassen. Ich ziele auf dich und du benutzt dein Schild um. Verstehst du? Ja, verstehe. Au! Du doofe Kuh! Sag doch was! Ich dachte, du lässt dir nur ein bisschen Zeit. Verdammte Kacke. Dann schieß doch. Zack, getroffen. Sehr schön. Und Flatsch! Haha, der Wind, er weht. Link! Meine Kinder, hört meine Worte. Ich habe die Vergangenheit stets bereut und in Zwietracht mit ihr gelebt. Wenn ich doch die Dinge nur ungeschehen machen könnte, es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Königreich gedacht habe. Ich war die Geißel des meinen Landes Hyrule.
In gewisser Weise könnte man sagen, Ganondorf und ich... Entschuldigung, Ganondorf und ich sind uns sehr ähnlich. Aber von euch wünsche ich mir, dass ihr mit nach vorne gerichteten Blick lebt. Ich kann nicht versprechen, dass euch eine gewogene Zukunft erwartet. Und dennoch bitte ich euch, dass ihr dieser Zukunft positiv und aufrecht entgegenschreitet. Lebt wohl. Wir, eure Vorfahren, vermochten nicht mehr, als euch diese Welt zu hinterlassen. Verzeiht uns. Aber wir könnten ihr doch zusammen entgegenschreiten. Ja, wir haben doch ein Schiff, wir finden es bestimmt. Ein Land, das zu einem neuen Hyrule werden kann. Und deswegen... Ja, aber es soll nicht Hyrule sein. Es soll euer Land sein. Euer Land und unser Vermächtnis. Das war's. Endlich habe ich's geschafft, das Spiel zu beenden. Ja, ich freue mich. Echt, wow. Und ich kann sogar behaupten, dass es fast 100% sind. Fast, weil ich ja nicht alle Kisten geöffnet habe. Aber die wichtigsten Sachen habt ihr gesehen. Und ich bin stolz drauf. Es war mein zweites LP, was ich angefangen habe. Und es ist nach... Wann habe ich es angefangen? Im Mai... Jetzt haben wir November beendet. Ich hoffe, es hat euch trotz der Länge dennoch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt, als Zuschauer weiter so freudig Kommentare schreibt und so positiv reagiert. Ihr reagiert echt, wow, positiv auf vieles. Das ist krass. Ich bedanke mich und sage, bis dahin, bis zum nächsten Projekt. Oder bei den noch laufenden sehen wir uns wieder. Tschüss.
stecht in See. Volle Fahrt voraus. Unser Ziel ist dort, wo uns der Wind hinführt. Yeah.